Ja. Professor Unheil weiß unheimlich viel. Really? Rennen die jetzt ineinander rein? Hört auf. Hört auf, ineinander zu rennen. Okay. Dann macht mal weiter. Viel Spaß dabei. Voll komisch, ey. Hallo? Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Welche denn? Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass Sie es schaffen würden. Da Sie zweifellos Ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Keine Ahnung. Es wird nicht einfach werden, ganz bestimmt. Aber am Ende wartet der große Triumph. Eine besonnene Wahrnehmung. Sehr weise. Nichts, was sich lohnt, ist je einfach. Gerade deshalb ist eine solche Zukunft erstrebenswert. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von Ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über Ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für Ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Descendio. Die sind recht einfach. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Vielleicht. Wo haben wir den denn? Was war denn Descendio? Das hier. Descendio. Descendo! Fantastisch! Sie haben den Dreh raus. Oder Descendo. Confringo! Descendo! Irgendwann müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten und Ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Okay. Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Wie kamen Sie eigentlich dazu, Wahrsagen zu unterrichten? Die Kunst des Wahrsagens ist ein wichtiger, aber oft missverstandener Zweig der Magie. Nur wenige von uns besitzen das innere Auge. Und sie werden, wie es bei den Besonderen unter uns häufig der Fall ist, oft falsch verstanden oder gar gefürchtet. Als ich die Chance bekam, andere über meine Gabe und das Gute, das sie bewirken kann, zu unterrichten, war ich sehr dankbar. Verstehe. Nadja hat erzählt, dass sie beide aus Uganda hergezogen sind und sie dort Ouagadou besucht hat. Ja, Natsai und ich haben Uganda und Ouagadou geliebt. Aber jetzt fühlen wir uns hier wohl. Ich hatte eine solche Veränderung vorausgesehen, kannte aber nicht die Details. Ich war froh über das Ergebnis. Sie sollten immer im Hinterkopf behalten, dass die Folgen unseres Handelns komplex sind. Und deshalb gehört zum Wahrsagen einiges mehr, als in eine Kristallkugel zu schauen oder den Boden einer Teetasse zu betrachten. Ich finde das alles sehr faszinierend, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Faszinierend, das kann man wohl sagen. Und ich bin sicher, dass Sie in den kommenden Tagen viele Dinge noch besser verstehen werden. Schließlich sind Sie Schüler in Hogwarts. Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass wir uns in der Welt der Zauberei immer im Bereich des scheinbar Unerklärlichen bewegen. Natürlich nicht, Professor. Ich weiß, dass wir beide viel zu tun haben. Nicht wegen des inneren Auges, sondern weil ich Professorin bin und Sie noch in der Ausbildung sind. Ich habe unser Gespräch genossen. Okay. Gut, ich würde nochmal was gucken. War ja auch nichts Gutes. Hm.
Ich will mal noch was gucken. Hogwarts-Handschuh. Ich will mal was anderes noch gucken. Hogwarts-Brille. Natürlich. Dann nehme ich lieber keine. Hogwarts Hut? Naja. Kann auch so machen. Das ist das. Aus. Gewand für Hausfernartikel. Beschützerumhang. Achso, das war der. Was haben wir denn noch hier eigentlich alles? Zweifarbiger Hausumhang. Okay. Das ist Hogwarts-Dings, der Bumster. Es sind immer so komische Sachen dabei. Warte mal. Legendärer Umhang. Der Künste. Doch, das können wir so machen. Silberner Schal. Hier haben wir von den legendären Dings noch gar nichts. Das haben wir jetzt noch nicht gesammelt. Gut, der dunklen Künste fällt mit der dunklen Künste. Einige Sachen fehlen uns halt noch. Ja, das waren ja die. Brille können wir ablassen. Legendäre Handschuhe. Jetzt gibt es halt legendär und die anderen, ne? Die Drachen. Legendärer Umhang. Okay. Das sieht komisch aus. Ich finde den besser. Mit einem anderen Schal. Nee. Oder gar kein Schal. Wäre dann so. Naja. Ups. Da hatte ich auch die legendären Handschuhe. Glückspressenhandschuhe. Ah, nee. Das passt auch nicht dazu. Das wären dann halt die legendären Handschuhe der dunklen Künste.
Julians Schule der dunklen Künste. Ich habe noch nicht wirklich viel, das dazu passt. Könnte sonst so machen. Erstmal so rum drin. Ja. Ist eigentlich in Ordnung. Hätte irgendwie nicht legendären, war das so, ne? Nee, den hatten wir hier noch nicht. Und da haben wir eh nur solche Sachen. Blutrote Maske. Passt dazu gar nicht. Das passt dazu auch nicht. Ja, nee. Lass ich mal aus. Jo, rennen wir mal so rum. Viel zu viel Zeit verschwendet Spieler damit. Ich wollte nach Hogsmeade Sachen verkaufen. So, so dahin. In die drei Besen. Gehen wir jetzt erstmal dahin. Gucken, was er noch so für uns hat, und da können wir ja eh verkaufen. Das passt ja. Auf geht's nach Hogsmeade. Wir sind doch schon in Hogsmeade. Jetzt kann ich ja auch Türen öffnen, ne? Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Wir sind draußen und er quatscht schon mit uns. Nice. Wie kann ich heute behilflich sein? Verkaufen. Tschüss. So, dann erstmal weg mit dem ganzen Mist. Das ist so blöd, dass man nicht alles markieren kann, ne? Würde mir besser gefallen. Naja, was will man machen? So was. Die hier bräuchten wir noch. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. So. Ja, bevor wir das ausgeben. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wir brauchen eine Pflanze. Die Samen einer Pflanze. Baum. Waren wir hier schon mal? Stufe 3. Na super. Dafür müssen wir die Monde finden. Hallo. Hallo, ich bin gleich für Sie da. Was hattest du denn noch? Du hattest nur Dinger und die Zutaten. Und danke, dass du hier im Menü mit einmal ruckelst. Zwischendurch hat er das noch. Warum auch immer. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Aus dem Menü nicht mehr. Alles klar. Naja. Ach, wo? Warum renne ich eigentlich? Ach, weil wir hier nicht fliegen können, okay. Deswegen. Waren hier nicht auch verschlossene Dinge? Revelio. Hier nicht. Hier oben irgendwas gewesen? Wurde ich zugenebelt? Nee, hier war auch nichts. Was für ein komischer Nebel, ey. Naja. Was war hier? Achso, das war dieses Haus, wo dann alles verwüstet drin ist. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Was ist das hier? Revelio. Zusammengefallen. Jeder, der unverzeihliche Flüche ausspricht. Zumindest zu. Oh, hallo. Sehen Sie sich ruhig um. Hallo. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. War hier noch was? Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Wie Sie die ganzen Kobolde verjagt haben. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Das hier. Warum leckt das denn im Menü? Oh,
ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Sollen wir Dünger kaufen? Nee. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Was war das jetzt? Controller diesmal nicht? Doch, wieder der Controller. Nice. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was das gerade ist. Wo gab es die Schriften nochmal? Hier unten. Ich weiß nicht, was das momentan ist. Kann es sein, dass die Grafikkarte... Nee, die Grafikkarte soll eigentlich nicht so viel ziehen. Ja gut. Ich wollte sowieso noch ein anderes Netzteil besorgen. Kann halt aber wirklich sein, dass sie zu wenig Strom kriegen zwischendurch. Revelio. Wo war hier das Schloss? Hier an der Seite? Kommen wir da überhaupt rein? Ne? Okay, was ist das? Ach, ist da drin, ne? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Okay. Wie kommt man da denn rein? Revelio. Okay. Confringo! Nö. Später vielleicht. Was? Das war falsch. Lumos. Keine Ahnung. Ich wollte aber auch hier hin. Really? Schon wieder der Controller. Ich mach mal kurz Pause, bin gleich wieder da. So. Ja, ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Ich habe das aber schon mal gehabt, auch ruhig. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vorkommt. Sei ruhig. Wo ich noch nicht die neue Grafikkarte drin hatte. Das kann aber auch wirklich am Netzteil liegen. Warum ruckelt das hier jetzt so? Läuft. Warum auch immer. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Hallo. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Die waren alle so teuer auch, ne? Aber Zauberanweisung, Pflanztisch mit mittleren Topf. Mittelgroße Tränkstation. T-förmige Tränkestation. Kann man das nicht angucken? Oder leckt gerade immer noch? Und das war... Okay, das war zum automatisch bauen, genau. Das war zum Mondstein herstellen. Das war zum Dunkkomposter. Ich bin gleich wieder da, es nervt. Und so, da bin ich wieder. Er ruckelt halt hier immer noch gerade. Ob wir den erstmal sparen sollten nochmal. Ich hatte die Fähigkeit, vor allem die Schneidestation zu beschweren. Achtung, diese Station produziert regelmäßig ein pflanzliches Nebenprodukt. Könnten wir ja beim nächsten Mal holen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann.
Ich frage mich auch, warum der gerade wieder so ruckelt. War das vorher schon so hier mit der Tür? Ja, ne? Revelio. Was ist das da eigentlich? Der einzig nützliche Zaubertrank ist das Schlafmittel. Da waren wir nicht mal drin. Obwohl wir hier reinkommen. Ja. Warum ruckelt der hier gerade so? Das ist halt gerade die Frage. Ich sage nur, dass ich hier auch. Welches hat das? Hallo, Homura. Ruckelt der hier auch wieder? Ja. Na super. Das ist gerade extrem nervig. Warum der das gerade ständig macht, weiß ich nicht. Muss ich später gucken. So. Aber vor allem mit deinem Marken. Was haben wir hier drin? Revelio. Okay, eine Truhe. Lass mal klauen gehen. Läuft. Lass mal klauen gehen. Natürlich. Also auch nur, wenn wir da im Gebiet gerade sind, ne? Ruckelt das so? Und hier ist es wieder weg. Ne, hier ist es auch noch. Warum? Es läuft ja nichts nebenbei, dass das irgendwie so gehen sollte. Irgendwas macht gerade so Probleme. Ja. Was ist, wenn ich nicht drücken kann, weil die wieder weg ist? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Oh, dafür sind die Behörden da, sagen sie. Finde da mal wen. Was ist denn das jetzt? Mein Vater lehrte mich, stets den Zauberstab bereit zu halten. Er war nach dem Werwolfangriff einfach nie mehr derselbe. Jeder, der unverzeihliche Flüche ausspricht, sollte direkt nach Azkaban geschickt werden. Ich hab keine Ahnung. Man kann nie wissen, wann die Gesellschaft in Aufruhr gerät. Ich habe nun mal noch nie ein Gefährliches. Ja, ja. Ich mach mal kurz mit Maus und Tastatur. Kein Dunkel machen. Wie viel rennen hier rum jetzt? Oh, jetzt Controller. Das liegt auch nicht hier drin. Eigentlich. Aber ich kann trotzdem mal schauen. Wenn ich das einmal auf hoch stelle. Einfach mal probieren. Wird sich aber nichts ändern wahrscheinlich. Ein harter Arbeitstag macht den Kopf. Nö. Meine beiden können nicht. Nicht wirklich. Zumindest nicht viel. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen.
Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Okay. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ja, mach ich. Wir haben noch was freigeschaltet, ne? Dass das immer wieder markiert werden muss, ey, das ist so nervig. So, das ist das, genau. Irgendwo müssten hier aber auch noch Monde sein. Sammlung. Gerade kein Bock. Hier waren auch nur Mistsachen bei. Ja. Hier kriegen wir halt noch mehr Sachen. Ist es das hier? Die Kombination? Doch, ne? Das ist dann das hier. Schau ich noch einmal kurz rein. Was wäre dann das hier? Was dann? Ich tausche ganz schön oft gerade, ne? Hierzu gehört. Das passt schon eher. Da müssten die Handschuhe aber auch. Nicht dabei sein. Nö, noch nicht. Ja, ich lasse hier so erstmal an. Passt schon. Und nochmal Kleidung geändert. Ja. Dafür müssen wir Schwarzmagie noch weiter erledigen. Ein Punkt. Wir könnten auch dunkle Künste lernen, ne? Dependo hat. Achso, ja, das ist mein Fluch. Schleichen. Meine Gegner können dich schlechter entdecken. Das hatte ich gemacht. Betriebsfigur Totales umfasst einen Wirkungsbereich, der Gegner in der Nähe treffen kann.
Okay. Das ist auch nice. Machen wir erstmal das. Dann haben wir das fertig. Baum der Wünsche. Jo. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Sirona? Aber natürlich. Was so haben wir schon? Schon gut. Hat sich erledigt. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Reveli. Mal gucken, ja. Was haben wir hier? Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Na klar, warum nicht? Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Ugh. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Tja, dann ist das so, ne? Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Ja, alles klar. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich... Ja, und eigentlich ist es ja auch verboten. Das hier. Impulso. Aber ich würde sagen, ich werde hier erstmal die Aufnahme beenden. Ich muss nochmal was gucken. Vielleicht weiß ich auch, warum das so ein bisschen rumspinnt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Hogwarts Legacy. Und dann gehen wir in den Eberkopf. Und machen da die Hauptquest weiter. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.